Liebe Leute, ich starte die Samstagkundgebung. Mein Name ist Helmut Kess, ich bin Hausarzt im Ruhestand. Wir machen hier mit tatkräftiger Unterstützung der BIPSIs, insbesondere Peter Rosenbaum, unsere Kundgebung seit 3 Monaten ungefähr wöchentlich und die Zukunft sozusagen für die Zukunft der Menschheit. Das ist also, weil wir da sehr besorgt sind. Wir protestieren gegen die groben Fehler und Verirrungen, die im Moment laufen, die Verletzung des Völkerrechts und so weiter. Wir haben ein offenes Mikrofon. Das wird allerdings heute erst mal etwas später einsetzen, weil wir heute einen ersten Samstag im Monat haben. Wir haben jetzt beschlossen, am ersten Samstag im Monat einige Gäste einzuladen, dass sie hier reden. Und das sind also sozusagen jetzt die ersten 3 Reden, die wir halten werden oder die gehalten werden. Die Redner sind auch schon alle da. Also zuerst wird die Nicola was sagen oder auch Zeynep, die wir von der Montagsmahnwache her kennen. Dann redet der Marc Levermann mit seiner Frau über Pax Christi und was da Gutes ist. Und die dritte Rede ist die Tina. Die Tina wird uns ein Lied singen und sie wird auch etwas reden. Also von daher 3 Reden. Wobei ich mir dann dachte, nach jeder Rede machen wir bis zu 10 Minuten Diskussion. Nicht länger, weil uns die Zeit drängt. Und ja, und damit übergebe ich jetzt gerne an die Zeynep Nicola. Du darfst dafür den Schirm haben. Ja. Du hast ja keinen Hut dabei. Ja. Meine Rede kriegst du nicht. So, hallo erstmal. Ich bin Nicola oder Zeynep. Mich kennt man von der Friedensmahnwache von damals. Habe eine Zeit nichts gemacht, jetzt bin ich wieder dabei, oder zumindest heute, weil ich mahnende Worte habe an die Welt, an die Gesellschaft. Hereinspaziert, hereinspaziert, viele Zuhörer braucht das Land. Dankeschön. Ich werbe für BS Energy. Nimmst du mir das mal bitte ab? Dankeschön. Ich habe eine alternative Botschaft und möchte ein bisschen Optimismus verbreiten. Und tue das mit meiner jetzigen Rede. Diese Rede heißt, Gedanken erzeugen Realität. Wir haben es geschafft, die US-amerikanische Drohnenabschussrampe in Ramstein wurde verlassen. Ja. Hey. Donald Trump hat kein Interesse mehr an den imperialistischen Feldzügen seiner Vorgänger. Die NATO wurde reformiert und dient nur noch der Völkerverständigung. Sämtliche Flugzeugträger in den Weltmeeren wurden zu Forschungsstationen umgebaut, die sich größtenteils damit beschäftigen, wie man die Umweltverschmutzung nachhaltig beseitigen kann. Die Natur erholt sich, weil freie Energien weltweit verfügbar sind. Verpackungen werden nur noch zugelassen, wenn sie biologisch abbaubar und ressourcenschonend sind. Die Massentierhaltung wurde mangels Nachfrage abgeschafft. Ebenso die Sklaverei. In den Schulen werden die Kinder nicht mehr induktiv unterrichtet, sondern nach ihren individuellen Talenten und Interessen gefördert. Durch das bedingungslose Grundeinkommen können sich die Menschen in ihrer Arbeit auf ihre besonderen Fähigkeiten und Interessen fokussieren. Kreative und gestalterische Bauwerke haben die Städte zu einem Ort der Erholung und der Entspannung werden lassen. Da die Menschen sich ihrer Brüderlichkeit bewusst geworden sind, gibt es einen regen Austausch und Respekt unter den Kulturen. Feindbilder haben sich aufgelöst. Armut und Hunger gibt es nicht mehr. Die Menschen genießen das Geben. Die Gier,
Die Gier wurde als Krankheit identifiziert. Ehemalige Gierkranke können bereuen und werden liebevoll betreut. Ja, gute Idee. Der Sinn des Lebens wurde als Chance zur Weiterentwicklung unserer unsterblichen Seele verstanden. Die Liebe wurde zum Leitbild der Menschheit. Ist das jetzt pure Träumerei? Ist das Gutmenschentum? Ist das realitätsfremder Idealismus? Klar, wir können weiterhin nicht wirklich an unsere Träume glauben und jeden Samstag oder früher jeden Montag hier stehen und das Leid der Welt vortragen. Aber es gibt Menschen, die glauben an das Gute und sie verhelfen ihm allein durch ihren Glauben zu neuer Entfaltung. Es gibt mutige Menschen, die trauen sich und legen sich mit der Mainstream-Meinung an. Sie haben kein Problem damit, der Buhmann oder sogar der Depp in der Öffentlichkeit zu sein. Denn sie kennen ja die wahren Absichten der etablierten Presse. Und mit präziser Genauigkeit stechen unsere Mainstream-Medien auf diese Menschen ein. Ja, man kann fast sicher sein, der am meisten geächtete Mensch in der öffentlichen Meinung ist vermutlich ein Kämpfer gegen das Böse. Und der am meisten gelobte Mensch hat oftmals keine guten Absichten. Ich bin ehrlich gesagt kein wirklicher Teil der Friedensbewegung. Ich bin hier also Gastrednerin, möchte aber diese Gemeinschaft ein bisschen inspirieren. Meine Botschaft ist nämlich eigentlich eine andere. Ich sehe, wenn ich es ehrlich sagen soll, beide Lager als ein Teil des, ich habe jetzt perfide geschrieben, ich lasse es mal weg, des Spiels, das die Gesellschaft seit langem beschäftigt. Positiv gegen negativ, gut gegen böse, rechts gegen links, schwarz gegen weiß, Yin gegen Yang, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich halte es eigentlich für kontraproduktiv, hier regelmäßig über Missstände und Gefahren aufzuklären. Denn genauso wie der Krieg, die Atomwaffen, die Tierquälerei, die Angstmache, der Rassismus, die Sklaverei und die Korruption nur negative Energien befördern, so tut es natürlich auch die Aufklärung um diese Themen genauso. Menschen, die hier zuhören, werden dann vielleicht traurig oder ängstlich, verzweifelt über das große Leid in der Welt. Darum wird auch die Friedensbewegung meiner Meinung nach nicht ernsthaft attackiert und von den Medien und von den Profiteuren des Übels. Aber ich bin heute hier, um eine neue, echte Waffe gegen die Negativität in der Welt an die Hand zu geben. Und diese Waffe ist mit Abstand die stärkste Waffe, die die Menschheit je besessen hat oder jemals besitzen wird. Es handelt sich hier um die Macht der positiven Gedanken, wie anfangs schon gezeigt. Genau. Um die Magie, gegen die es keine Waffe gibt, wenn man sie fest im Griff hat und sich ihrer immer bewusst bleibt. Ich gebe euch ein Beispiel. Schlimme Dinge passieren immer. Ob es sich um Erdbeben handelt, um Dürrekatastrophen, Kriege, Überfälle, Ungerechtigkeiten. Wir haben es in der Hand, wie wir damit umgehen wollen. Wir können protestieren, Ersatz fordern, wütend werden, uns vielleicht rächen, Angst vor weiteren solche Erlebnisse haben, verzweifelt zurückbleiben. Oder
Und wir können das hinnehmen, weil wir es nicht abwehren können. Und das Beste daraus zu machen, möglichst alle negativen Gefühle verbannen und die Gegenwart nutzen, um Positives zu erzeugen. Lassen wir uns nicht niemals zur Negativität verführen. Verzichten wir auf die Rache, auf den Wunsch nach Vergeltung, auf das Gefluche, auf den bösen Blick, auf den harten Spruch, auf die abwertende Geste. Sondern üben wir uns in Selbstbeherrschung und schalten wir alle sofort um auf positiv. Der Mensch kann doch wohl mehr als jammern und klagen. Der Mensch ist ein geistiges Wesen in einem Körper, der seinem Dasein nur ein Limit gibt. Wir sind aber nicht Opfer unserer oberflächlichen negativen Gefühle, die mit List und Tücke immer wieder neu wachgerüttelt werden sollen. Uns alle hier verbindet der Wunsch nach einer ein und derselben Sache. Nach Liebe, nach Freude und nach Barmherzigkeit. Und allein diese Gemeinsamkeit verbindet uns alle auch spirituell. Der islamische Prophet Mohammed hat Folgendes gesagt: Wenn du es nicht besser weißt, dann geh immer vom Guten aus. Und wenn wir tatsächlich getäuscht worden sind, dann lernen wir zu verzeihen. Meiden wir also all jene, die uns immer nur mit dem Schlechten dieser Welt beschäftigen wollen. Werfen wir als erstes die Fernseher auf den Müll. Beschäftigen wir uns nicht ständig mit unseren Handys, unseren Computern, sondern mit den Menschen oder auch mit den Tieren, die wir lieben und die uns lieben. Widmen wir unsere Gedanken dem, was uns glücklich macht. Entdecken wir wieder, was uns an Verbindung zur Natur und ihrer Schönheit verloren ging. Wehren wir uns gegen falsche Ideale, gegen Konsumzwang, gegen den Schönheitswahn. Vertrauen wir nicht den Chemiegiganten, sondern der Heilkraft unseres Körpers und unserer positiven Gedanken. Verweigern wir unnötig viel Zeit für die Nachrichten darüber, was uns ängstigt und dadurch in unserer Freiheit einschränkt. Je mehr Menschen unseren Positivismus bewusst wieder in ihr Leben integrieren, umso besser wird die Welt. Dann sehen wir mehr Lächeln. Dankeschön. Mehr Hilfsbereitschaft, mehr Nächstenliebe, mehr Vergebung, mehr Aufrichtigkeit und mehr Achtsamkeit. Glauben wir wieder an unsere Träume. Und dann machen wir sie wahr. Dankeschön. Helmut, du bist dran. So. Ja, sehr schöne Rede. Ich habe jetzt, wir haben jetzt nur noch 5 Minuten für die Diskussion, falls sie gewünscht wird. Also ich denke, wir haben wirklich relativ viel Negatives gehört. Also von daher ist das Positive, das war jetzt eine positive Rede, die auf das Positive abzielte. Okay, mal schauen. Ja, die Rede von Bernd. Okay, tschüss. Ja, wolltest du was sagen, ja? Ja, ich fand diese Rede, ich sag's mal hart, nicht gut, weil ich finde, man kann nicht die bösen Dinge in dieser Welt durch gute Gedanken beseitigen. Wenn irgendwo Kriege sind, reicht es nicht, ach, ich bin gut, ich freue mich an irgendwelchen Dingen und schon sind die Kriege vorbei. Nein, so funktioniert es nicht. Das ist mein Kommentar dazu. Will noch jemand irgendwas kommentieren? Nein? Okay, gut. Dann, da kommt noch eine positive Meinung.
Ja, also ich fand das ganz toll, wie du das gesagt hast. Und ich habe mal selber was gelesen über das positive Denken. Und wo ich mal wieder so richtig schlecht drauf war, habe ich das gelesen und beschlossen, ich schreibe das jetzt richtig auf 3 DIN A4 Seiten richtig deutlich hin. Und dass ich das immer, wenn ich mal denke, irgendwie, ah, heute geht's ja nicht so gut, dann nehme ich mir diese Zettel und fast immer habe ich sie auch dabei, heute mal nicht, aber wir haben so eine tolle Rede gehört und das baut einen so auf, wenn man das liest. Ich kann es nur jedem empfehlen, das Konzept des positiven Denkens sich aufzuschreiben und an die Wand zu pinnen und immer drauf zu schauen, wenn man wirklich schlecht drauf ist. Danke. Okay. Jetzt kommt der Marc. Was sagt etwas über Pax Christi und so weiter? Ja, hallo. Ich bin der Marc Lefermann. Ja, ich bin ein friedensbewegter Mensch, deswegen stehe ich hier. Und ich fand die Rede erstmal toll, weil es muss auch was ins Herz gehen. Und das machte die Rede. Und wir müssen natürlich, wir stehen auch hier, weil wir demonstrieren gegen diese bösen Dinge. Also das schließt sich für mich nicht so aus. Aber ja, als friedensbewegter Mensch bin ich vor etwa 2 Jahren bei Pax Christi eingetreten. Das zur Historie wollte ich kurz was sagen. Pax Christi ist vor, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden von französischen Katholiken. Die haben nämlich beschlossen, ein Zeichen der Versöhnung zwischen den Völkern und auch insbesondere gegenüber den Deutschen zu setzen. Und aus Pax Christi ist dann eine weltweite Friedensbewegung geworden, ökumenische Friedensbewegung. Sie setzt sich für die Verständigung und Frieden zwischen den Völkern ein und auch für die Unterdrückten und Schwachen auf dieser Welt. Ja, wir jetzt in unserer Gruppe treffen uns alle 2 Wochen ungefähr in loser Folge dienstags und diskutieren und singen zu Themen für eine friedlichere Welt. Ja? Aus den Diskussionen entstehen dann auch Aktionen und das sind einerseits Gottesdienste oder Gedenkstunden, die wir veranstalten. Andererseits aber auch politische Dinge, wie den politischen Frühschoppen zum Beispiel. Beim letzten Frühschoppen hat ehemaliger Vorsitzender von Pax Christi referiert über seine Erfahrungen in den palästinensischen Gebieten sozusagen. Das ist ja ein kontroverses Thema. Und es ist immer gut, wenn man auch von Leuten, die vor Ort waren, und er war da Beobachter für ein halbes Jahr sozusagen, und wenn man von denen Erfahrungen mitgeteilt kriegt. Ja. Und neben diesen lokalen Aktionen, die wir haben, in unserer lokalen Kirchengemeinde sozusagen, gibt es dann eben auch bundesweit organisierte Aktionen, und dazu zählte zum Beispiel der Kampf gegen die Verbreitung von Kleinwaffen, diese Aktion Aufschrei, die wir stark unterstützen als Pax Christi. Also Kleinwaffen erzeugen die meisten Toten in den aktuellen Kriegen. Ja, und die Verbreitung ist also ja, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen die Humanität. Ja, und Deutschland ist da weit führend, auch wenn wir vielleicht nicht so sehr bei den großen Waffen die Exporteure sind, da ist Russland und die USA immer noch ganz vorne. Aber das eigentliche Unheil, das bringen wir vielleicht mit den kleinen Waffen. Also dagegen kämpfen wir und dann auch gegen Atomwaffen. Ja, und so bin ich auch in diese Gruppe gekommen. Wir haben ja diese Aktion mit dem Flaggentag vor 2 Wochen, jetzt sind schon 4 Wochen, vor 4 Wochen ungefähr gehabt, wo man gegen Atomwaffen protestiert hat und mit den Majors for Peace. Also Pax Christi hat da letztes Jahr so eine Aktion gehabt, 20 Wochen gegen 20 Atomwaffen in Büchel. Und da haben wir demonstriert. Ne? Das sind jetzt einfach mal so ein paar Impressionen, wie man als Mensch sich dann organisieren kann in so einer Gruppe wie Pax Christi. Und jede Gruppe bietet andere Schwerpunkte, und aber wichtig ist, dass man dabei ist, irgendwie bei der Friedensbewegung, wenn man das möchte. Und jetzt würde ich das Mikrofon gerne an meine Frau übergeben,
dass die mächtelt und ja, die will mal was berichten von einer anderen aktuellen Aktion von Pax Christi. Ja, mein Name ist Mechtet Franke Liefermann und ich gehöre auch zu der in der eben gehaltenen Rede erwähnten Friedensbewegung Pax Christi. Und ganz aktuell haben wir ja in dieser Woche den Gedenktag zum Atombombenabwurf von Hiroshima und Nagasaki. Und da hat Pax Christi Deutschland eine Erklärung herausgegeben und aus der würde ich gerne in Auszügen etwas berichten. Auch 73 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki 1945 besteht das Risiko eines erneuten Einsatzes dieser am meisten zerstörerischen und willkürlichen Waffen, die je geschaffen wurden. Das Bulletin of the Atomic Scientist hat die Weltuntergangsuhr im Januar auf 2:02 gestellt. Die Forscher begründen ihre Entscheidung mit den Spannungen zwischen atomar bewaffneten Staaten und dem erhöhten Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen. Nachdrücklich warnt Papst Franziskus immer wieder, die Menschheit stehe am Beginn des Dritten Weltkriegs und müsse alles tun, um die Eskalation in einem Nuklearkrieg zu vermeiden. Die Welt riskiert den Selbstmord, betonte der Papst gegenüber der Organisation der Nuklearkonferenz im Vatikan im November 2017. Der Atomwaffensperrvertrag steckt in einer tiefen Krise, da die seinerseits 1968 geforderten Abrüstungsverhandlungen durch die offiziellen Atommächte nicht realisiert werden. Die große Mehrheit der Staaten dieser Erde, die eine atomwaffenfreie Welt so schnell wie möglich wollen, haben durch den von der UN am 7. Juli beschlossenen Atomwaffenverbotsvertrag Bewegung in diese Stagnation gebracht. Sie erklärten Atomwaffen für illegitim, unmoralisch und auch illegal. Die US-amerikanische Friedensnobelpreisträgerin Jody Williams setzt den Atomwaffenverbotsvertrag Beitritt und sich für ein Ende der Abschreckung aller Atomwaffen profiliert einsetzt. Soweit zu dieser Erklärung, in der alles das gesagt ist, was uns allen im Leben ein Leben in Frieden ermöglicht. Nutzen wir diese Chance. Und in dieser Woche findet am Freitag am Oka-Ufer wieder die Gedenkveranstaltung für Hiroshima und Nagasaki statt. 100 Kerzen an der Oka. Treffpunkt ist 20 Uhr. Da gibt es einen Infostand an der Oka-Brücke in der Jasperallee. Und ich habe da schon mehrere Male teilgenommen. Ich kann das nur sehr, sehr empfehlen. Es ist eine sehr berührende und sehr, sehr schöne Veranstaltung. Herzliche Einladung. Kommen Sie. Ja, okay. Irgendeine Diskussion dazu? Möchte jemand etwas dazu sagen? Es ist ja nun mal eine Sorte, sozusagen die Pax Christi, die Katholen. Die haben sozusagen jetzt ihre Meinung dargelegt und ihren Friedenswunsch. Und wir sind ja verschiedene Gruppen. Und ja, von daher war das sehr schön. Und jetzt will jemand dazu was sagen? Ach so, guck mal, da. Alle Planet. Und auch gezogen. Okay. Ja, gut, sehr schön. Ja, also wollte jetzt niemand was sagen, dann käme jetzt gleich die Rede und der Gesang von Tina. Tina? Tina. Okay, du bist dran. Was möchtet ihr zuerst hören? Das Lied? Ich singe erstmal das Lied, glaube ich. Vielleicht kann man das ja sonst nochmal singen. Ja, ich habe das nach einer anderen Melodie gemacht. Frieden, 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 das ist alles, was ich will. Auf der Welt, hier bei mir, dort bei dir. Frieden schaffen wäre gut gemacht. Träum von Solidarität mit der Natur. Für unsere Erde nachgedacht. Lass wahr werden den Traum
beginnen wir hier nur. Kommt und mit, 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 sind alle mit. Frieden für uns alle, geht das. Und die Welt verbessern auch. Im Duden gibt's ab jetzt keinen Hass. Was gesagt, kommt aus dem Bauch. Frieden, 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 Frieden. Das ist alles, was ich will. Auf der Welt, hier bei mir, dort bei dir. Wenn du es nicht tust für unsere Welt und stehst mit auf, trittst für sie ein, in der du lebst und dir es gefällt. Luft und Wasser, Essen, Wein. Frieden, 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 Frieden. Das ist alles, was ich will. Auf der Welt, hier bei mir, dort bei dir. Kommt, seid dabei, verändern wir die Welt. Zielorientiert und konsequent. Wissen, was nicht mir sehr gefällt. Frei, gut, intelligent. Neue Regeln, andere Gesetze. Jeder Mensch darf stimmen ab. Kein Mobbing mehr und kein Gehetze. Neinsager machen uns nicht schlapp. Frieden, 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 Frieden. Das ist alles, was ich will. Auf der Welt, hier bei mir, dort bei dir. Jeder kann auf was verzichten. Wir alle stoßen ins gleiche Horn. Keiner darf den anderen richten. Alles auf Anfang, los geht's von vorn. Alles auf Anfang, los geht's von vorn. Frieden, 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 Frieden. Das ist alles, was ich will. Auf der Welt, hier bei mir, dort bei dir. Mutter Natur schweigt nicht dazu. Inmitten von Leben, das Leben will. Sie lässt uns auch nicht mehr in Ruhe. Taifune, Tsunamis und Erdbeben sind nun mal nicht still. Frieden, 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 Frieden. Das ist alles, was ich will. Auf der Welt, hier bei mir, dort bei dir. Auf der Welt, hier bei mir, dort bei dir. Auf der Welt, hier bei mir, dort bei dir. Wenn Gott Bundeskanzlerin wäre. Wenn Gott Bundeskanzlerin wäre, also Gott würde den Großkonzernen und Bankern schon Bescheid sagen. So wie damals vor ca. 2000 Jahren, als Gott die Wucherer aus dem Heiligsten herauswarf. Unser Heiligstes ist unser noch so hübscher blauer Planet Erde. Wir haben nur diese eine. Sachen selbst in die Hand nehmen, das können wir. Wir Menschen haben einen Willen. Wenn wir wollen, einen starken Willen. Ein Weg, dein Weg. 2043 Dollar Milliardäre gibt es auf der Erde. So viele Reiche, die alles vom Gewinn bekommen. Und so viele Arme, die gar nichts vom Gewinn, den die Wirtschaft erarbeitet hat, abbekommen. Es gibt so viele Möglichkeiten für Menschen, bei der Energiewende mitzuwirken. Neue Berufe könnten sich auftun. Neue Ausbildungsplätze für die Menschheit, für eine saubere Umwelt und für eine Welt ohne Waffen. Eine Welt ohne Waffen. Wie schön sich das anhört. Nur ein Traum? Und wie ist die Wirklichkeit in dieser Zeit, in dieser Realität? Auf dieser Erde,
In so vielen, zu vielen Ländern dieser, unserer Welt herrscht grausamer Krieg. Unmenschliche Regime bringen Gewalt und Terror hervor. Die Menschen fliehen. Natürlich verlassen sie ihr Land bei solchen Bedingungen. Viele flohen schon in der jüngsten Vergangenheit und fliehen weiter. Auch jetzt, während ich hier lese, geht Krieg und Flucht weiter. Unendlich. Was? Warum nicht endlich Schluss mit Krieg? Frieden, ein schönes Wort, bestimmt in allen Sprachen der Welt. Was damit so verbunden ist, Gerechtigkeit. Keiner hungert und alle können zur Schule gehen. 8 Milliarden wären nötig, damit keiner hungert. Und damit jede und jeder zur Schule gehen kann, kostet es 16 Milliarden. Die über 100-fache Summe wird für Waffen ausgegeben. So viele Milliarden werden verschwendet. Und jeder Krieg verhöhnt die Menschheit. Das hat mal Einstein gesagt. Aber auch, dass man den Kindern ein Beispiel geben soll. Zur Not ein abschreckendes Beispiel. Aber dieses abschreckende Beispiel, dieses Kriegs- und Waffenszenario ist einfach schrecklich und angstmachend. Uns, dem kleinen Volke, den Bürger auf der Straße nutzen Kriege nichts. Im Gegenteil, uns schaden sie nur. Nutzen tun sie nur den großen Götzen Geld. Den 2% der Menschheit, der der halbe Planet gehört. Und Politikern Menschen, die die Macht wollen. Die auch immer nur mehr und mehr wollen. Die große Masse der Menschen will Frieden. Bestimmt über 90% oder mehr. Wir haben die Macht, unseren Zusammenhalt. Lasst uns das nutzen. Gemeinsam für den Frieden und eine bessere Welt. Danke. Das war eine wilde und kraftvolle Rede, wo erstaunt, wo mehr Leute zugehört haben als davor. Von daher, ja, will irgendjemand zur Diskussion? Will irgendjemand das diskutieren? Okay. Gut. Dann. Keine Diskussion? Gut. Dann würde ich jetzt den Bernd aufrufen, denn du hattest etwas sagen wollen und danach war Moment danach wollte ich dir das sagen. Genau. Ja, ich möchte auch zu dem Thema Frieden etwas sagen. Der Krieg, wenn man Frieden beseitigen will, fängt mit Propaganda an. Und diese Propaganda hören wir. Zum Beispiel, gestern in der Tagesschau hieß es, die Russen würden die amerikanischen Wahlen manipulieren. Und jedenfalls haben sie das vor. Man hat natürlich keine Belege. Man behauptet es. Nun gibt es aber interessantes Wissen und nicht nur Behauptung zu Facebook. Facebook wird kontrolliert auf politische Inhalte. Und zwar im Sinne von Atlantic Council. Das ist eine amerikanische rechte Lobbyorganisation. Und die bestimmt, die gibt die Richtlinien aus, was in Facebook verbreitet werden darf. Facebook hat zum Beispiel zu mexikanischen Wahlen sich gelobt, dass er viele, viele tausend Berichte rausgeschmissen hat, weil sie nicht amerikanisch konform waren. Das ist zugegebene und wirkliche Wahlmanipulation. Ganz anders als die behaupteten Wahlmanipulationen, denen man Russland vorwirft. Immer neue Vorwürfe, keine Beweise. Ganz anders sieht es aus mit Facebook. Sie geben es selber zu, sie manipulieren Facebook. Facebook ist im Sinne des konservativen NATO-Gedankens. Atlantic Council ist der Vertreter der konservativen NATO. Und wer es nicht weiß, Atlantic Council ist auch die Organisation, die hintenrum die Absetzung von Gabriel organisiert hat. Also eine amerikanische Lobbyorganisation hat Gabriel abgesetzt in Deutschland und die Pfeifen reingebracht, die heute da sitzen. Das war's. Ja. Oh, so.
irgendeine Diskussion hierzu? Ich, gut. Ja, willst du was sagen? Du hast hier. Habe ich erzählt. Okay, gut, dann würde der Marcel jetzt was sagen wollen. Einen wunderschönen guten Morgen, Braunschweig. Ich bin Marcel Kopfmann und wohne normalerweise in Uetze, aber in letzter Zeit, in den letzten anderthalb Monaten, habe ich mein Zuhause ins Auto verlagert für Frieden und Tierrechte. Und zwar seit 2014 wissen wir, dass der politische Kurs gegen Russland massiv verschärft wurde. Vergeht kaum ein Tag in den Medien ohne negative Meldung über Russland. Und da haben sich verschiedene Leute aus ganz Deutschland mit der über die Duschbar-Organisation dazu entschieden, Russland einfach mal von innen kennenzulernen und zu gucken, ob die Russen wirklich so böse sind, wie uns die Medien das immer präsentieren. Da bin ich ja auch schon insgesamt, also in Russland bin ich persönlich dreimal gewesen und habe da bis auf irgendwelche bürokratischen Grenzbeamten und vielleicht irgendwie Servicemitarbeiter und so eigentlich hier nichts Negatives erlebt. Und die Deutschen werden eigentlich von den Russen, wenn man da als Gast aufschlägt, immer gefeiert. Und deswegen kann ich es jedem ans Herz legen, mal selber sich ins Auto zu setzen und einfach mal nach Russland drüber zu fahren. Egal, ob man das mit einer Gruppe macht oder privat macht. Ich persönlich habe für mich irgendwie festgestellt, dass private besser wäre. Und sich da Initiativen vor Ort zu suchen, wie zum Beispiel ich lerne jetzt die russische Sprache und Kultur kennen durch eine Privatlehrerin in Twer. Und habe da auch so einige Freundschaften mehr geschlossen in Russland und bin jetzt in den letzten, vor zwei Wochen war ich da 3,5 Wochen unterwegs und bin insgesamt 7.005 Kilometer gefahren mit meinem Auto, einmal um die Ostsee rum. Wer weitere Details dazu wissen möchte, der kann mich gerne ansprechen. Und weil ich sag mal, auf die Politik, dass die etwas für den Frieden und für Demokratie, Umwelt und Tierschutz tut, da können wir lange warten. Wir müssen selber aktiv werden. Man wird damit sicherlich nicht die Welt verändern durch sein einzelnes Wirken, aber man hat für sich zumindest das Gefühl, auf der richtigen Seite zu sein und seine Erlebnisse mit Positiven zu füllen. Denn wenn man nur die Welt verlassen hat und man hat nur Deutschland und Europa und Amerika gesehen, ne, die Welt hat noch viel mehr zu bieten. Aber die Politik und die Medien möchten uns wirklich immer Richtung Westen orientieren, dass wir von Russland nur wissen, dass dieses Land böse ist. Und deshalb wirklich selber hinfahren und machen. Und das war die Sache zu Russland, die ich erzählen wollte. Und dann beschäftige ich mich auch noch sehr mit dem Tierschutz. Da hat das Deutsche Tierschutzbüro eine Kampagne ausgearbeitet mit einem umgebauten Tiertransporter, der jetzt umgebaut ist, zum Showtruck durch ganz Deutschland zu fahren und Leute über die Missstände in Tiertransporten aufzuklären, wie zum Beispiel, dass Tiere bis zu 29 Stunden ohne Pause transportiert werden dürfen und erst nach 12 Stunden ist eine Getränkevorrichtung vorgeschrieben. Ich persönlich werde schon irre, wenn ich eine halbe Stunde lang nichts trinke, wenn ich irgendwie gerade im Reisestress bin. Da kann man sich ja vorstellen, wie es da Tieren geht, die auf ihrer einzigen Fahrt an der Sonne zum Schlachter gefahren werden. Und das ist halt meine Aktivismusform auf der Straße, dass jeder, der die Möglichkeit hat, da so überlegen, was kann er für Frieden und Tierrechte tun, um die Welt für die anderen
Mitbewohner der Erde und die Tiere besser zu machen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, danke. Ja, also ich denke auch, dass die Menschheit es in der Hand hat, wenn sie ihre eigenen Probleme erstmal gelöst hat, auch die Tierprobleme ein bisschen zu bessern. Das ist also ganz, ganz wichtige Sache. Will jemand zu dem Text gerade noch was sagen, irgendwas dazu kommentieren? Gerade kam irgendein Kommentar. Ja, okay. Helmut, du musst eins wissen. Der Zusammenhang zwischen den Problemen der Menschheit und den Problemen der Tieren, der ist fließend. Wenn wir Tiere in Sklaverei halten und nicht artgerecht füttern, nicht artgerecht transportieren, dann ist das etwas, das auch unsere Herzen vergiftet und das auch unsere Umwelt vergiftet und das unser Klima vergiftet. Das heißt, man kann das nicht voneinander trennen. Umweltschutz und Liebe untereinander fängt auf dem eigenen Teller an. Bravo! Das ist schön gesagt. Ja, also ich finde das total schön, wie du dich einsetzt eben und rumfährst und mit allen möglichen Menschen sprichst. Rund um die Ostsee, das ist bestimmt manchmal nicht so einfach gewesen, zwischenmenschlich. Und für Tiere sich einzusetzen, finde ich auch einfach nur nachahmenswert, so wie vielleicht auch mal zum Weltklimatag zu gehen oder überhaupt zur Klimakonferenz, wo ich mal war und mit Trommeln, ich trommle seit ein paar Jahren mit Samba-Takt, das ist auch eine tolle Sache, wo wir auch mal bei Wiesenhof getrommelt haben und ich dann eine Blockade mitgemacht habe. Man kann so vielfältig tätig werden und braucht es nicht mit Gewalt, sondern einfach gewaltfrei. Und wie wir im Vorfeld gehört haben, wurde eben auch schon manches erreicht. Also gerade wenn man in der Umwelt aktiv ist, wie bei Courage, wo ich Mitgliedsfrau bin, oder in der Umweltgewerkschaft, aber auch in der Bürgerinitiative Baumschutz in Braunschweig, was eben immer wieder wichtig ist, ne? Dass wirklich möglichst viele Menschen hingehen, wo es sich eben auch lohnt, sagen wir mal, die Bäume in der Jasperallee zu retten, oder wie es sich lohnt, zu den Flüchtlingen nachher zu der Demo zu gehen, auf den Schlossplatz, oder wie es sich lohnt, immer wieder für den Frieden zu demonstrieren. Es ist traurig genug, dass man dafür demonstrieren muss und dass er nicht einfach, ja, Frieden, dass es einfach ein allgemein tätiges Wort sein könnte. Danke. Mein Name ist Brigitte Konstein-Gülde. Ich wollte dir eigentlich nicht sprechen, weil ich krank bin. Ich habe eine Ohrspeicheldrüsenentzündung. Was auch immer das ist, aber hier einer unserer IPPNW-Ärzte, Michael Köllisch, hat mir ganz unkonventionell letzten Samstag schon geholfen und es geht noch weiter, aber es ist nicht vorbei. Und wenn ich spreche, schmerzt es hinterher, deshalb wollte ich das vermeiden. Aber ich habe hier heute so viel gehört über nicht so gierig sein, nicht ständig am Handy sitzen oder am Computer. Ich sage immer, nicht ständig kaufen. Ich habe von den Atomen von Pax Christi gehört, wie für ungeheuer viel Geld ausgegeben wird für Atombomben. Und die dann nur dazu da sind, um Menschen zu vernichten. Sag mal, wie hirnverbrannt ist das denn? Wie bekloppt sind wir denn? Das ist doch Wahnsinn. Und eben habe ich was gehört zu Tieren. Dazu gehören auch Pflanzen, nicht nur Tiere. Pflanzen sind auch Lebewesen. Und ich stehe hier, ich bin eine Frau, die viel redet, aber ich bin auch eine Frau der Tat. Und deshalb stehe ich einfach hier. Sie dürfen sich mal meinen Rock angucken. Habe ich extra deswegen heute angezogen. Der ist nämlich recycelt oder upcycelt aus alten Hemden. Kann jeder. Einfach die Hemden auseinanderschneiden und wieder zusammennähen. Oben Gummi dran, unten Spitze. Die habe ich bei mir auf Lager. Weil es ist ja modern. Also ein bisschen mache ich da manchmal auch mit. Ansonsten denke ich immer, wie laufen die Leute hier rum, alle in Einheitskleidung.
Aber das gehört auch dazu. Ich muss nicht dauernd neu kaufen. So, damit, vor allen Dingen werden damit Menschen geschädigt, die in Drittländern für einen Appel und ein Ei, nee, nicht mal einen Appel und ein Ei kriegen sie, für einen Hungerlohn arbeiten, deren Gesundheit geschädigt wird. Und dann muss man noch mal gucken, also ob das alles Baumwolle ist, weiß ich nicht, aber ich vermute das mal, wie die Pflanzen behandelt werden. Zum Beispiel wurde in Ägypten die Baumwolle mit diesem DDT-Mittel oder wie das heißt, wo damals die Bäume in Vietnam mit entlaubt worden, damit man die Krieger, die den Feind besser sehen können. Mit so einem Scheiß, sowas ist dann in der Baumwolle drin. Und dann gehe ich einkaufen und denke, oh super, Baumwolle, und vergifte mich über die Haut. Es gibt einen Hautarzt, ich glaube, der heißt Meier, ganz schlicht Meier, der einen sehr guten Vortrag gehalten hat. Ich habe den irgendwo zu Hause schriftlich. Und der sagt, was heute mit Stoffen gemacht wird, die werden ja ausgerüstet, nicht bügelfrei, gegen Motten, also eulanisiert. Und was es da alles gibt, kann ich gar nicht alles aufzählen. Und er hat gesagt, das sind Chemikalien, die wir alle über die Haut aufnehmen. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Also, und es geht immer nur um Geld, um Profite. Was ist denn da so schlimm, wenn ich mich da mal hinstelle und ein bisschen blute? So, also das war mir dazu aufgefallen. Und jeder hat etwas, das er tun kann. Der eine kümmert sich um Tiere, der andere um Pflanzen. Ich mache das hier mit Stoffen. Das war eigentlich heute so meine Intention. Vormachen zum Nachmachen. Und wenn jemand mich nähen kann, dann kann er etwas anderes. Jeder Mensch kann irgendetwas. Das gehört auch zum Selbstbewusstsein dazu. Dankeschön. Ja, ich würde halt einfach nochmal gerne im Allgemeinen mich an den Bürger richten. Am 23.08. ist eine Bürgerinnenversammlung in der Freien Schule um 18.30 Uhr, wo es um die Bäume in der Jasperallee geht. Und ich bin in der BI aktiv, aber ich bin auch im Hambacher Forst aktiv, der bei Köln gelegen ist. Was ich auch wichtig finde, weil der Wald soll in dieser Rodungssaison nochmal um 120 Hektar verkleinert werden von RWE. Und die Menschen da, die stehen dafür, dass es nicht passiert. Und es sind schon so viele Eingaben passiert, so viele Richterentscheidungen. Ich hoffe, dass wirklich mal was passiert, dass der Wald stehen bleibt. Vielleicht könnte man Eingaben machen an die Bundeskanzlerin. Dann soll die doch RWE den Wald abkaufen. Oder irgendwas Ähnliches. Ich werde bald wieder hinfahren und in dieser Rodungssaison da auch bleiben. Danke. Schönen guten Tag, ich bin Michael Köllisch. Ich wollte Sie nochmal mit ganz neuen Zahlen bekannt machen, die Sie von mir sicher noch nie gehört haben. Und zwar möchte ich gerne auf die Rüstungsausgaben zu sprechen kommen. Nach den Zahlen des schwedischen Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI geben die NATO-Länder insgesamt 910 Milliarden Dollar für den Krieg aus. Das sind die Rüstungsausgaben unserer westlichen Wertegemeinschaft. Und wir müssen ja, weil das nicht reicht, jetzt unseren Rüstungsetat hochschrauben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes. Das wäre sowas in den hohen 70er Milliarden Dollar, statt jetzt wie bisher in den hohen 30ern. Jetzt, das für rein für Deutschland. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn wir so hoch rüsten und immer noch mehr Geld dafür ausgeben müssen, wie viel mag dann wohl Russland für die Rüstung ausgeben? Das muss ja gewaltig sein. Naja, Russland gibt gerade mal 60 Milliarden Dollar, umgerechnet, für seine Rüstung aus. Das heißt, wir, das kleine Deutschland, sollen in Zukunft also genauso viel dafür ausgeben wie das riesige Russland. Das sollen wir jetzt machen. Und diese Differenz ist zufällig die gleiche Differenz, die man bräuchte, um allen Hunger, die 30 Milliarden, um allen Hunger und allen Analphabetismus in der Welt abzuschaffen. Das kann nicht sein.
Das ist nicht richtig, das ist grundfalsch und dagegen müssen wir protestieren. Sehr gut. Und dazu werden wir ein etwas größeres Kulturprogramm haben. Es hat gerade zugesagt Thorsten Stelzner. Helmut, ist auch wichtig für dich jetzt. Thorsten Stelzner hat zugesagt. Und wir haben auch schon eine Zusage Dieter Dehm, der ja auch Kulturschaffender ist, Abgeordneter der Linkspartei im Bundestag. Der wird auch hier am 1. September herkommen. Dieter Dehm wird hier herkommen. Also Brigitte, nochmal. Haben es alle gehört oder soll ich es nochmal wiederholen? Thorsten Stelzner hat eben zugesagt, er möchte hier ein etwas umfangreicheres Kulturprogramm zusammen mit Dieter Dehm auf die Beine stellen. Das ist jetzt auch schon so halb mit dem Friedenszentrum, Friedensbündnis angesprochen worden zumindest. Sie meinten nur, wie wir das machen, wenn da eine Runde gegangen wird. Das ist ja eine Demonstration dann auch am 1.9. Ich denke mal, dass man das ja nicht so lange ausdehnen wird. Es ist ja keine große Demonstration, eine kleine Runde. Und dann der Schwerpunkt aber hier bleiben wird. Das Friedenszentrum wird ja einen Infostand hier weiter haben. Unser Infostand wird auf jeden Fall hier in dieser Form auch am 1.9. sein. Die Anlage bleibt hier stehen, sodass wir hier dann auch notfalls zwischendurch auch noch weiter Kulturprogramm machen können. Aber dann natürlich vor allen Dingen, wenn die Aktiveren, die dann auch demonstriert haben, wieder dann da sind. Also 1. September wird das ein etwas größerer, auch mit Kultureinlagen dort ausgestattete Versammlung und Veranstaltung. Okay, ja, dann schließe ich sozusagen heute den offiziellen Teil der Kundgebung. Und freue mich darauf, wenn ihr nächsten Samstag wieder kommt. Nächsten Samstag machen wir wieder ein bisschen weniger, also da wird wieder freier geredet sozusagen. Aber heute war es ja mal eine interessante Geschichte, dass wir drei ganz unterschiedliche Leute von außen hatten, die mal was von außen reingetragen haben. Wobei wir natürlich hoffen, dass ihr auch in Zukunft ab und zu hier reinschaut oder öfters. Okay, ja, das war's. Mein Name ist Helmut Kess und wir... Ja, und das war's. Okay, danke, tschüss.